Wie du dir zu Hause selber dein eigenes, saftiges, frisches Vollkornbrot machen kannst, das verrate ich dir in diesem Video. Das Rezept ist absolut gelingsicher und alles, was du brauchst, ist dein Mixer und zwei Zutaten. Wie ihr ja inzwischen bestimmt schon wisst, natürlich gibt es wieder alle genauen Mengenangaben und weitere Infos zum Rezept unten in der Infobox. Für einen Kasten Brot brauchen wir 500 Gramm Körner. Ich benutze sehr gerne Einkorn. Ihr könnt aber auch jedes andere Getreide benutzen. Und jetzt weichen wir dieses Korn mit Wasser einfach über Nacht ein, so circa 12 bis 18 Stunden. Ich mache das vom zeitlichen Ablauf immer so, dass ich es eben abends einweiche und dann am nächsten Tag, wenn ich vormittags Zeit finde, in der Früh oder eben mittags rum, mache ich dann mit dem zweiten Teil des Rezepts weiter. Am nächsten Tag dann schütten wir natürlich das Einweichwasser weg und spülen die Körner nochmal gründlich durch. Auf die 500 Gramm Körner brauchen wir 350 Milliliter Wasser und jetzt werden wir das beides zusammen im Mixer zu einer homogenen Teigpaste pürieren. Jetzt ist es wichtig einfach, dass ihr wirklich einen Hochleistungsmixer habt oder halt einfach einen Mixer, der mindestens 1000 Watt hat. Und da müsst ihr einfach jetzt halt individuell gucken bei euren Einstellungen, dass ihr natürlich nicht zu ruckartig auf die höchste Stufe schaltet und dadurch euren Motor kaputt macht. Einfach, ich persönlich mache das so, ich fange immer auf der niedrigen Stufe an vom Mixer und schalte langsam hoch und währenddessen schaue ich immer, dass ich meinem Stampfer auch noch von oben ein bisschen nachhelfe, damit der Mixer ja nicht überfordert wird. Und wie gesagt, ab und zu mal kann man auch den Mixer ausschalten, aber das Mixen dauert jetzt bei mir auch nie länger als 3 Minuten. Sobald euer Brot dann die richtige Konsistenz hat, ich persönlich mag das sogar, wenn ein paar Körner drinnen sind, also ich brauche das gar nicht so super Smoothie-like und komplett glatte Paste. Also das könnt ihr einfach gucken, wie es euch am liebsten gefällt. Sobald ihr das eben dann ready habt, einfach zurück in die Schüssel das Ganze schütten und dann bedeckt bei Raumtemperatur wieder bis zum nächsten Tag einfach stehen lassen. Bei mir mache ich das einfach immer, wenn ich es Mittag rum mixe und püriere, schaue ich, dass ich einfach immer in der Früh gleich mein Brot dann ausbacke. Am nächsten Tag dann kommt der allerletzte Step unseres Rezepts. Ich mache das gleich in aller Frühst wie die fleißigen Bäckermeister. Werden wir jetzt halt nur noch unsere letzten Zutaten in den Teig hinzugeben. Das ist einmal ein Teelöffel Salz, Zucker und Backpulver. Ich benutze Vollrohrzucker und Weinsteinbackpulver. Diese Zutaten sind nicht Pflicht. Das muss ich an der Stelle dazu sagen. Also bevor jetzt die ganzen Fragen kommen, oh, brauche ich unbedingt Zucker? Nein, das Rezept wird nicht daran scheitern, wenn ihr diese drei Zutaten weglässt. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das Endprodukt um einiges besser gelingt und auch schmeckt und einfach auch aufgeht, wenn man diese Zutaten mit hinzufügt und der Zucker gibt einfach dem Brot eine schöne braune Kruste. Hier könnt ihr natürlich auch generell total kreativ werden und noch irgendwelche anderen Gewürze reingeben oder Rosinen oder Nüsse, einfach was ihr gerne in eurem Brot sonst noch drinnen habt. Nachdem ihr jetzt halt alle Zutaten gut miteinander verrührt habt, werden wir das Brot jetzt ausbacken für 1,5 Stunden bei 170 Grad. Und nach diesen 1,5 Stunden werden wir das Brot tatsächlich nochmal für 45 Minuten bei 170 Grad backen lassen. Aber jetzt kommt der große Unterschied. Wir werden dafür das Brot aus der Form herausnehmen, aber es noch im Backpapier lassen. Der Grund, warum ich das so mache, ist, damit das Brot auch wirklich schön durch ist und sich innen drinnen nicht eine feuchte Stelle bildet. Das kann natürlich je nach Ofen anders sein. Da müsst ihr einfach für euch mal gucken, wie das dann bei euch so abläuft. Aber das war einfach meine Erfahrung. Das funktioniert am besten, wenn ich den einen Teil des Backens dann noch in der Form vonstatten gehen lasse und den zweiten Teil dann einfach nur noch im Backpapier. So, nach unseren beiden Backeinheiten schalte ich natürlich den Ofen aus und danach tue ich das Brot aber nicht gleich rausnehmen, sondern lasse es einfach noch so lange im Ofen, solange er warm ist. Also so ein bisschen nachbacken lasse ich das Brot noch ganz gerne. Aber sobald es natürlich kalt ist, tut ihr es raus und könnt es schon anfangen, in kleine Stücke zu schneiden. Entweder einfrieren oder in den Kühlschrank oder natürlich gleich mal essen. Das schmeckt natürlich auch frisch gebacken immer am allerbesten. Aber ja, die Konsistenz finde ich echt super lecker. Es ist auch sehr sättigend. Also tatsächlich die Erfahrung, die ich gemacht habe und alle Leute, die es schon bei mir probiert haben und das Brot sehr, sehr feiern, haben gesagt, boah, da reichen echt 1, 2 Scheiben und man ist auch einfach satt. Nicht wie diese Baguettes, das kennt ihr bestimmt auch. Ihr esst irgendwie ein ganzes Baguette oder vielleicht auch 2 und ihr habt immer noch Hunger und es würde noch ein bisschen mehr reinpassen in euren Bauch. Aber das Brot ist wirklich üppig,
macht euch satt, hat echt eine super leckere Konsistenz, sehr schmackhaft und liegt auch nicht so schwer im Magen. Also lasst mich gerne wissen, falls ihr das Rezept nachprobiert, wie es euch getaugt hat. Und abschließend habe ich noch zwei Tipps für dich. Und zwar einmal, weil dieses Brot eben total frisch gebacken ist, ist mir einfach aufgefallen, es hält nicht super, super lange. Das heißt, mein Tipp ist, wenn du es innerhalb von 2 Tagen nicht aufesst, einfach in kleine Stücke schneiden und einfrieren. Und danach, da hält es euch auf jeden Fall sehr, sehr lange, nur damit sich eben kein Schimmel bildet. Und der zweite Tipp ist, wirklich schauen, dass ihr beim Backpulver reinmischen, danach auch richtig, richtig gut umrührt, damit sich bei eurem fertigen Brot da nicht irgendwie solche, ja, so Löcher bilden oder so ein kleiner Hohlraum im fertigen Brot. Aber wenn ihr wirklich fleißig umgerührt habt, dann dürft auf jeden Fall nichts mehr passieren. Und wenn dir dieses Rezept getaugt hat, dann schau auf jeden Fall auch bei meinem selbstgemachten Einkornbrot vorbei, das ich mit Kefir gemacht habe. Das ist wirklich auch ein super, super leckeres Brot. Der Grund, warum ich nochmal dieses Video gefilmt habe, ist, weil ein paar von euch gesagt haben, Mensch, gibt es auch ein Rezept ohne den Kefir? Ich habe gerade kein Kefir da oder möchte keinen Joghurt verwenden. Deshalb brauchst du für dieses Rezept eben nur 2 Zutaten, Wasser und das Korn. Aber falls du ein bisschen was anderes haben möchtest mit ein bisschen Pep, was auch einfach über Nacht schnell gemacht ist und schnell fermentiert, dann schau auf jeden Fall bei meinem selbstgemachten Einkornbrot mit Kefir vorbei. Das wird dir auf jeden Fall auch gefallen. Und falls du ansonsten irgendwelche Inspirationen noch brauchst für gesunde Rezepte, die aber auch gut für deine Verdauung sind und die dir nicht so schwer im Magen liegen oder zu viele Geräusche bereiten, dann kannst du dich auch in meiner gesunden Playlist einfach mal durchstöbern und da findest du bestimmt auch noch das ein oder andere, was dir auch noch gefallen wird. Ansonsten bei irgendwelchen Wünschen schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören und bis übernächste Woche Dienstag.